Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Shadowbringer. Wir sind in Colusia und sollen uns nach Ulmor schleichen oder zumindest dort irgendwie reinkommen. Wir haben den Plan, zumindest Alfino und ich. Mal schauen, ob er funktioniert. Ich würde sagen, wir legen los. Also Alfino, bin noch nicht so überzeugt vom Plan, aber hey, wird schon funktionieren. Das wunderschöne Ulmor. Wie lautet das Sprichwort? Gib und dir wird gegeben, nicht wahr? Ich hätte nie erwartet, dass sich uns eine solch günstige Gelegenheit auftut. Wir sollten Tristol City sofort in die Tat umsetzen. Glücklicherweise bin ich ja mit einem Quintchen Talent gesegnet, was das Zeichnen und Malen angeht. Natürlich reicht es nicht an einen professionellen Maler heran, aber für diesen Winkelzug sollte es allemal genügen. Und du? Dich könnten wir als meine Assistentin ausgeben. Eine etwas ungewöhnliche Rollenverteilung, das gebe ich zu. Aber was sagst du? Klingt das nach einem Plan? Mehr oder weniger. Dann ist es beschlossene Sache. Kehren wir schleunigst nach Dorstadt zurück und warten, bis diese Näherinnen wieder auftauchen. Was für ein Weg, Kerst. Also immer dieses Hin- und Hergereite. Ich freue mich echt wieder, wenn wir fliegen können. Und es wird noch so lang dauern. Da sind sie, diese schamlosen Scharlatane. Allerliebste Bewohnerinnen und Bewohner von Dorstadt, tretet heran, denn heute bringen wir ausgesprochen frohe Neuigkeiten. Oh ja, heute ist ein besonders geschäftiger Tag in Ulmor. Gerade eben erst haben sich die Pforten unserer wunderbaren Hauptstadt für einen jungen Händler geöffnet. Was für ein schlaues Bürschchen! Das war aber noch nicht alles. Denn heute suchen wir außerdem nach einem ganz außergewöhnlichen Talent. Jemanden, der mit dem Pinsel und Farben wahre Wunder vollbringen kann. Gibt es unter euch einen begabten Maler, der die Herzen der Herrschaften in Ulmor höher schlagen lassen kann? Wenn es um die Kunst geht, dann wäre ich geehrt, zu Diensten sein zu dürfen. Ich verstehe mich insbesondere auf die Porträtmalerei. Oh, wie aufregend. Ich dachte mir doch, dass ich neue Gesichter in der Menge gesehen hatte. Du bist also ein Maler? Kannst du uns eine Kostprobe deines Könnens zeigen? Eines deiner Werke vielleicht? Unglücklicherweise leben wir von der Hand in den Mund. All meine Bilder muss ich für ein paar wenige Münzen verkaufen, kaum dass sie fertiggestellt sind. Aber würdet ihr wohl einen Blick auf meinen Pinsel werfen? Sein Zustand soll Zeuge meiner langjährigen künstlerischen Erfahrung sein. Oho, sieh an, das ist nicht einfach nur Schmutz. Das sind die Spuren echter, frischer Farbe. Wie wunderbar. Dann laden wir dich hiermit nach Ulmor ein. Glücklicher Künstler, um deinen Worten Taten folgen zu lassen und uns mit einem Meisterwerk zu überzeugen. Und wer bist du? Das ist meine Assistentin. Ohne ihre Hilfe ist es mir gänzlich unmöglich, mein Talent vollends zu entfalten. Ich bitte euch, sie mich begleiten zu lassen. Du lässt uns kaum eine Wahl. Also gut, solange deine zukünftigen Herrschaften nichts einzuwenden haben, soll es uns egal sein. Dann tretet ein in die wunderbarste Stadt der Welt. Paradies des Vergnügens und Genusses. Ulmor erwartet euch.
Ah, fast hätte ich es vergessen. Ihr wollt Meol, nicht wahr? Natürlich wollt ihr das. Gedulde dich noch etwas, Maler. Wir haben noch ein paar hungrige Mäuler zu stopfen. Okay, ich gebe zu, der Plan hat funktioniert. Aber begeistert bin ich trotzdem nicht. Diese Welt ist nicht zu retten. Wer das nicht einsieht, ist ein Heiliger oder ein Narr. Oder einer der tumben Bewohner dieser einfältigen Stadt. In der einst so grundsoliden Stadt des Meeres klingt nur noch schallendes Lachen dem Weltenende entgegen. Nofran, Ulmor. Ein Komödienspiel, um die Traurigkeit zu vergessen. Oder sollte es gar so sein, dass dieser Stadt allein die Ewigkeit versprochen war? Herzlich willkommen in unserem wunderschönen Ulmor. Ihr seid sicher ganz bewegt, voller Emotionen, weint ruhig. Nur zu. Gar keine Tränen? Nicht mal eine? Nö. Na dann, gleich weiter im Protokoll. Als erstes müsst ihr euch beim Einbürgerungsamt melden, damit alles seine Richtigkeit hat. Gehen wir doch gleich zur Halle der Glückseligkeit. Der erste Raum links ist das Einbürgerungsamt. Den netten Leuten dort sagt ihr einfach eure Namen und Tätigkeit. Sie werden euch dann weiterhelfen. Ach, richtig. Die Leute auf beiden Seiten dieses Wegs sind genau wie die Bewohner von Dorstadt. In dem Sinn, dass sie noch keine Erlaubnis haben, die Stadt auch zu betreten. Wenn ihr euch unnötigen Ärger ersparen wollt, geht ihr einfach geradeaus nach Ulmor durch. Also dann... Wir sehen euch im Paradies. Eieieiei. Wir sollten wohl tun, was uns gesagt wurde. Was meinst sie? Das Einbürgerungsamt, richtig? Ei, geradeaus. Ich sehe nichts links und rechts. Außer den Stadtätheriten, den nehme ich schon mal mit. Hier draußen gibt's traurige Drähte. Da hinten sehe ich doch ein Leuchten. Nächstes Mal. Eurik, oh Gott. Die Namen. Nara Samud. Joyce Ford. Ja. Ups, zu weit. Abbiegen. Ups. Zu früh. Ja, ich denke, anstellen brauche ich mich nicht. Servus. Willkommen in Ulmor, glückliche Auserwählte. Nennt ihr mir euren Namen? Der Maler Alfino und seine Assistentin Historia. Ah ja, euer Fall liegt uns bereits vor. Deshalb bedarf er vorerst keiner weiteren Prüfung. Wir bereiten die nötigen Dokumente für eure Registrierung vor. Hier in Ulmor gibt es zwei Arten von Bürgern. Die von unserem Herrscher persönlich autorisierten Freien und ihre Angestellten, die Arbeitenden. Ihr beide werdet als Arbeitende registriert und habt vorerst den Freien zu Diensten zu sein,
die euch als Maler in die Stadt geholt haben. Solltet ihr von ihnen nicht mehr benötigt werden, werdet ihr entweder für andere Freier arbeiten oder zum generellen Wohl der Stadt eingesetzt. Ich verstehe. Dürfen wir vielleicht erfahren, wer nach den Diensten eines Malers schickte? Meister Chai Nas und seine Gemahlin Dulian Chai, eine Mistel-Ehepaar. Ihr habt sie mit Herr und Frau Chai oder die Eheleute Chai zu adressieren. Ihr scheint mir zwar beide keine Unruhestifter zu sein, aber um eurer eigenen Zukunft willen möchte ich euch dennoch raten, euer bestes Benehmen an den Tag zu legen. Also gut, dann bitte ich euch kurz zu warten. Danke für eure Geduld. Bitte sehr, hier sind eure Unterlagen. Die bringt ihr bitte in das Zimmer gleich nebenan, zum Meldeamt. Dort trägt man euch als Bürger Ulmors ein. Ich beglückwünsche euch zu eurem neuen Leben in unserem strahlenden Paradies der Freude. Oh Gott. Okay. Servus. Meldeamt? Ja, das ist hier. Hast du deine Papiere dabei? Yep. Alfinu der Maler und Historia, seine Assistentin. Ah, eure Herrschaften sind die Eheleute Chai. Es hat alles eine Richtigkeit. Damit seid ihr als Bürger registriert. Ihr solltet euch nun so schnell wie möglich bei den Eheleuten Chai melden. Bevor... wartet mal, oh Buh! Nein. So kommt ihr hier aber nicht rein. Dieser Gestank ist ja kaum zu ertragen. Boah. Da kommt einem ja die Galle hoch. Wo habt ihr euch bloß herumgetrieben? In der Kanalisation? Vergesst die Eheleute. Sofort zur Hygienestation mit euch. Stellt euch unter einen der Säuberer und kommt nicht wieder raus, bis ihr euch überall gründlich gewaschen habt, hört ihr? Hier habt ihr ein starkes Duftwasser. Verteilt das großzügig auf dem ganzen Körper, sobald ihr mit dem Säubern fertig seid. Danach dürft ihr den Eheleute Chai unter die Augen treten. Falls ihr den Weg nicht findet, fragt den Wachsoldaten Kornene gleich an der Treppe. Riechen wir wirklich so schrecklich? Also, ich bin jetzt ehrlich, ich habe meinen Charakter doch nie duschen sehen. Also, ich gehe mal vorher, Alfino. Oh, yeah. Ah, am besten gleich mitgewandt. Du genießt eine lange, gründliche Dusche. Yep, bin sauber. Oh la la. Oh. Yep, sorry. Ich muss mich ja noch einparfümieren. So. Oh Gott, stinkt das. Das starke Duftwasser lässt dich wie ein ganzes Bouquet frischer Blumen riechen. Oh je. Bist du etwa schon fertig? Dann will ich mal in dieses sehr offene Bad. Was sagst du? Stell dich nicht so an, Alfino.
wenn es Dinien das nur sehen könnte. Alice wäre schon längst fertig. Ich bin dafür. Bei den Göttern. Er würde, dass du ihm kein Sterbenswörtchen davon erzählst, hörst du? Du musstest ziemlich lange auf mich warten, oder? Entschuldige bitte. Tatsächlich fühle ich mich jetzt sehr erfrischt. Dann können wir dieses Ehepaar also endlich aufsuchen. Am besten fragen wir bei den Wachsoldaten nach Cornene, richtig? Ei. Da ist er ja schon. Servus, Konane. Ihr kennt euch hier nicht aus, was? Wo fange ich am besten an? Also, diese Stadt besteht aus drei Ebenen. Diese hier nennt man die Wurzeln. Darüber ist der Stamm, in dem sich das Hauptquartier unseres Militärs befindet. Ganz oben ist die Baumkrone, in der die Freien leben. Dementsprechend findet ihr das Ehepaar Chai, das ihr sucht, auch in besagter Baumkrone, im Salon der edlen Dame. Folgt einfach den Stufen bis nach ganz oben. Es ist nicht zu verfehlen. Klar, danke. Tschüss. Uiuiui. Iterit. Abbieg. Servus. Tschüss. Hui. So, kurzen Abstecher zum Militär. Aber nur um den Stadtiterit anzunehmen. Und ich habe jetzt die Kamera wieder eingeschalten. Wie viel wetten wir, dass jetzt gleich eine Videosequenz kommt? Das ist Standard. So. Und weiter geht's. Hoffentlich. Wo geht's denn hier wieder raus? Der Knast, da will ich lieber nicht hin. Da will ich lang. Und wieder hoch. Da sind aber ganz schön viele Stufen hier. Ein Fahrstuhl wäre da schon vorteilhaft. Okay. Ich denke mal hier lang. Eieiei, sind hier viele Leute. Oh Gott, hat die Nautzit. Dulia Chai. Nanu? Wer ist denn das? Bitte entschuldigt unser unvermitteltes Auftreten. Ich bin Maler und suche die Eheleute Chai. Ah, ausgezeichnet. Wir haben schon auf den nächsten Kandidaten gewartet. Ach, was für ein entzückendes Bürschchen er ist. Das Haar wie Seide, sein Gesicht wie aus Wachs. Und mir ist, als rieche er nach einem Strauß Frühlingsblumen. Liebster, von allen gefällt er mir am besten. Er soll das Bild malen. Er macht einen gewissenhafteren Eindruck als der letzte. Ein finsterer, ungeschickter Lümmel war das. Ist es also entschieden? Wie heißt du noch gleich? Alfino. Und das ist meine fleißige Assistentin.
Es gibt ja immer welche, die jemanden aus ihrer Familie mit reinbringen wollen. Aber eine Assistentin, das hört man nicht oft. Wir sind in der Tat wie Familie. Sie stand in schweren Zeiten stets nah an meiner Seite. Keiner versteht meinen Schaffensprozess so gut wie sie. Ihre Anwesenheit erst ermöglicht mir, mit meinem Werk der Schönheit ihrer Frau Gemahlin gerecht zu werden. Das betrifft freilich nur die Vorbereitungen. Sobald ich einmal male, arbeite ich allein. Es ist doch bestimmt gestattet, dass meine Assistentin sich ein wenig in der Stadt umsieht. Das schöne Julmoor hat einer Künstlerseele so viel an Inspiration zu bieten. Es wäre höchst bedauerlich, wenn wir diese Gelegenheit verpassen sollten. Was für hinreißende Persönlichkeiten ihr seid! Selbstverständlich dürft ihr euch etwas umsehen. Oder, mein Liebster? Ja, wenn du meinst. Wow, ein ganz schönes Bummelchen hier. Aber okay. Sie scheint doch recht freundlich zu sein, also sollte alles passen. Warum sie dann den Maler über die... Naja, vergessen wir's. Kabale auf Clusia. Na, wer sagt's denn? Wir sind nicht nur in diesem Paradies einer Stadt. Du hast auch noch freie Hand, dich ordentlich umzusehen. Am besten beginnst du gleich hier in der Baumkrone. Vielleicht am Markt, im Zentrum, sicherlich erfährst du dort mehr über das schöne, schöne Ulmoor. Komm zu mir zurück, sobald du mit deinem Stadtrundgang fertig bist. Ich verlasse mich auf dich, Historia. Zwinker, zwinker. Okay. Darf ich den Eteriten schon benutzen? Ich glaube nicht. Ein Warntafel weist darauf hin, dass der Gebrauch des Eteriten nur Bürgern von Ulmoor gestattet ist, die im Besitz einer Sondergenehmigung der aufsichtsführenden Behörde sind. Okay, das heißt ich wohl nicht. Okay. Sogar Frösche lassen sie hier rein. Huch, wer bist du denn? Eine frisch gebackene Bürgerin vielleicht? Ja. Wie schön, dich kennenzulernen. Aber sag mal, bist du zufällig meinem Bediensteten über den Weg gelaufen? Ein strammer Bursche mit zusammengebundenem Haar? Ich wollte ihn zum Ladenbummeln mitnehmen, aber dann verlor ich auf dem Weg hierher mein Taschentuch. Er wollte zurück, um danach zu suchen, und seither lässt er mich warten. Hier alleine zu warten behagt mir wirklich gar nicht. Solltest du meinen Diener über den Weg laufen, so sag ihm doch, dass er das Taschentuch vergessen und zu mir zurückkehren soll, ja? Okay. Ich such schon deinen Diener, alles klar. Diener! Wäre einfacher, wenn ich einen Namen wüsste. Diener! Hallo, Diener? Brauchst du Hilfe? Ich helf mal. Scheint so. Du hast mir das Leben gerettet. Dich schicken die Götter. Wärst du nicht gekommen, wäre ich ganz sicher gestürzt. Ich wollte dir um Hilfe rufen, aber ich habe mich nicht getraut, die Herrschaften zu stören. In diese missliche Lage bin ich nur geraten, weil ich dem Taschentuch der gnädigen Frau hinterhergejagt bin. Der Wind hatte es weggeweht. Ich bekam es zwar gerade noch zu fassen, bin dabei aber über das Seil gerutscht. Was sagst du? Das alles für ein Taschentuch? Sind dir die persönlichen Sachen deiner Herrin wirklich so wichtig? Was ist das denn für eine Frage? Ich bin ihr mit Leib und Leben verschrieben. Und wenn sie etwas verliert, dann ist es meine Pflicht, es zurückzuholen.
Ursprünglich kam ich in diese Stadt, weil ich das harte Leben satt hatte. Aber ich fand mehr als nur Reichtum in Ulmor. Hier lebt es sich ohne Angst vor Angriffen und die Bürger sind alle sehr offen und herzlich zueinander. Die gnädige Frau behandelt mich auch ganz wunderbar. Es gibt keinen herrlicheren Ort auf der Welt als diesen hier. Entschuldige, da habe ich mich wohl etwas gehen lassen. Ich bin einfach nur so rundum zufrieden hier. Bitte verstehe. Ich würde meine kühne Retterin auch gerne der gnädigen Frau vorstellen. Wenn du nichts dagegen einzuwenden hast, sie wird dir sicherlich auch danken wollen. Was? Sie hat mich vermisst und dich geschickt, um nach mir zu suchen? So ist sie, meine gute, gnädige Gönnerin. Wir dürfen sie keinen Wimpernschlag länger warten lassen. Oh. Eieieiei. Der geht freiwillig über den Jordan erst. Ich habe die ganze Geschichte schon gehört und bin dir wirklich außerordentlich dankbar, dass du meinen Bediensteten gerettet hast. Was sagst du? Ihr scheint eine ganz wunderbare Arbeitgeberin zu sein. Weshalb ist euch euer Diener so wichtig? Nimm mal das Erstere. Ach, aber das ist doch alles selbstverständlich. Dank der Arbeitenden können wir uns einen entspannten Alltag überhaupt erst leisten. Alle Freien sind ihnen daher sehr verbunden. Außerhalb der Stadt führen solch unterschiedliche Stellungen zu Vorurteilen und Konflikten. In Ulmor gibt es aber ganz großartige Regeln, damit so etwas gar nicht erst aufkommt. Eine davon ist das Aufgeben von Hab und Gut, wenn man ein Freier ist. Bei der Registrierung als Bürger übertragen wir persönlichen Besitz, Geld, Rechte und all unsere Wissen an die Stadt. Dafür verspricht man uns Sicherheit und ein komfortables Leben. Ulmor kommt für alles auf und es mangelt uns an nichts. Im Gegenteil, das befreit auch von der belastenden Sorge ums Geld verdienen und man betrachtet seine Mitbürger nicht mehr als einem selbst entweder über- oder untergeordneten. Niemand muss mehr unter seinem Status leiden. Jetzt freue ich mich richtig auf den gemeinsamen Ladenbommel. Für seine Mühen wegen dem Taschentuch hat er sich wirklich ein Geschenk verdient. Und du als Botin selbstverständlich auch. Okay. Jo, dankeschön. Mit Honig und Stachel. Übrigens, dich haben wir hoffentlich nicht bei deiner Arbeit gestört. Nö. Hab Pause. Die Stadt erkunden sollst du also. Dann musst du unbedingt im Lustspielhaus Bienenstock vorbeischauen. Dort ist immer etwas los und die Stimmung ist ganz wunderbar ausgelassen. Gleich beim Eingang wirst du eine Dame namens Dista Bee finden. Dort sitzt sie an ihrem Stammplatz. Sie wird dir alle möglichen Geschichten erzählen, wenn du ihr gefällst. Aha. Ja, okay. Trista B. Nope. Tala. Schaut dir recht angenehm aus. Okay. ihr wisst alle, was hier los ist. Aber wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao.